Servus bei Froni auf Reisen. Wie versprochen geht's genau da weiter, wo wir den ersten Vlog aufgehört haben. Wir sind in Palermo und wir werden jetzt ein bisschen in die Stadt reingehen, ein bisschen was anschauen und auch Bilder davon machen. Bis später. Bis später. Ciao. Froni ist auf Krawall gebürstet, neben der Boje. Was ist denn da los? Guten Morgen bei Froni auf Reisen. Heute ist Freitag und wir haben diese Nacht mit dem Ausblick verbracht. Direkt am Strand in, das muss ich jetzt schnell ablesen, San Vito Lo Capo. Gestern waren wir in Palermo. Und danach sind wir dann daher gefahren. Palermo hat uns nicht so vom Hocker gehaut, beide nicht. Und da ist es jetzt aber sehr schön. Da steht der Pepper. Und so schaut es hier aus. Da hinten ist ein Leuchtturm. Und das war unser Ausblick heute Morgen. Traumhaft. Jetzt geht es weiter. Richtung Marsala, da werden wir uns die Salinen anschauen und noch die türkischen Treppen. Bleibt's dran, bis später. Zwischen Kap San Teodoro und Kap Lilibeo. Das Naturschutzgebiet hat eine Oberfläche von ungefähr 2000 Hektar. Stagnone bedeutet übersetzt großer Teich oder vielleicht auch stagnierendes Gewässer. Diese Lagune entsteht durch die spezifische Lage der Isola Longa
oder auch Isola Grande, die westlich vor der Küste von Marsala liegt. Dadurch entsteht eine große Oberfläche, die man Stagnone nennt. Aber in Wirklichkeit ist es kein geschlossenes Gewässer, denn sowohl nach Nord als nach Süd ist die Lagune geöffnet. Dadurch kann tagtäglich das Wasser ausgetauscht werden. Das Besondere an unserer Lagune ist die Tatsache, dass das Meereswasser hier niemals besonders tief ist. Nie tiefer als 1,5 Meter. Der Meeresgrund ist an manchen Stellen nur 40, 50 Zentimeter tief. Darauf sollten Sie auf der Fahrt durch die Lagune achten. Sie werden sehen, dass manches Mal unser Boot in nur 20 Zentimeter Tiefe mit dem Meeresgrund in Berührung kommt. Im Inneren der Lagune haben wir 4 verschiedene Inseln. Sie heißen Isola di Lucia oder auch Isola San Pantaleo genannt, Isola della Scola, Isola Lunga oder auch Isola Grande genannt und die kleine Isola Santa Maria. Die Insel Mozia ist die größte dieser Inseln, 45 Hektar Oberfläche. Sie hat eine kreisrunde Form und befindet sich im Zentrum der Lagune. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Meeresspiegel erhöht, sodass viele der Reste der antiken phönizischen Stadt heute von Wasser überspült sind. Il Coton, das sogenannte Cotonbecken. Hinter der Verteidigungsmauer sehen Sie ein kleines rechteckiges Becken. Es ist 25 Meter breit und 50 Meter lang. Und sehr lange wusste man nicht, für was es benutzt wurde. In den Jahren 2002 und 2011 unter Leitung von Professor Lorenzo Nigro der Universität La Sapienza von Rom wurde daneben ein sogenannter Tempelbezirk ausgegraben. So denkt man sich heute, dass dieses Becken in engem Zusammenhang mit den rituellen Waschungen der Phönizier lag. Später dann, als die Insel längst nicht mehr bewohnt war, war es ein Fisch- und Salzbecken. Wir sind jetzt an der Salzlagune in der Nähe von Marsala, haben jetzt eine schöne Bootstour von einer guten Stunde gemacht und jetzt beschließen wir den heutigen Tag hier und verabschieden uns von euch. Bis später. Ciao, servus. Guten Morgen bei Froni auf Reisen. Heute ist Samstag, der 6. Reisetag und wir stehen bei den türkischen Treppen, also Scala dei Turchi. Wir waren gestern in Marsala noch nach den Salinen und da habe ich euch die Bilder eingeblendet, haben wir einen leckeren Cappuccino getrunken und uns sehr leckere Vorspeisen, italienische Vorspeisen besorgt, die wir dann abends schnapuliert haben. Jetzt gehen wir zu den türkischen Treppen und danach werden wir wahrscheinlich ins Tal der Tempel fahren. Bleibt dran, bis später.
Wir waren halt bei den türkischen Treppen und anschließend noch im Tal der Tempel. Und die Fotos hat der Martin ja vorher schon eingeblendet. Wir sind jetzt wieder auf den Stellplatz zurückgefahren. Das Wetter hat sich total gebessert. Wir haben halt um die 20 Grad, deswegen sitzen wir da heraus. Und wir beenden jetzt hier mit dem Vlog Nummer 2. Wir hoffen, euch hat gefallen bis hierher. Wir freuen uns über Abo, Daumen hoch und einen Like. Und ja, bis demnächst bei Froni auf Reisen.